Ja, heute war quasi Thema, Schwerpunkt Frequenzschnelligkeit, schnelle Beine in Verbindung mit Sprints und mit Wechselläufen. Und dazu haben wir quasi gleichzeitig noch ein bisschen ein Stabi-Athletikprogramm mit absolviert, um einfach den Körper ganzheitlich quasi in der Komplexität auch dann auf den Schwerpunkt Fußball und die Spezifik vorzubereiten. Und dann hat man quasi noch einen Sekundärschwerpunkt in Verbindung mit Kognition, weil gerade die Wahrnehmung, was Raumverhalten, Raumentscheidungen und Raumkontrolle anbetrifft, da immer wieder wichtig ist. Und deswegen ist immer entscheidend, dass Kopf, Arme und natürlich in dem Fall dann die Füße parallel im Kontext zusammenlaufen. Also prinzipiell ist es ja immer so, dass Fußballer sehr gerne fußballspezifisch arbeiten, also mit dem Ball. Wenn man dann natürlich immer so ein bisschen athletisch, kognitiv, taktisch arbeitet, ist es natürlich meist so, dass es relativ schnell dazu kommt, dass man monoton das Training anbietet. Und dann ist natürlich immer so eine gewisse Auflockerung sehr wichtig. Am Ende des Tages geht es ja um Fußball. Und solange die Jungs halt verstehen, dass das ein Teil dessen ist, was sie brauchen dann fürs Spiel, dann ist es meistens ein bisschen einfacher, die Konzentration zu wahren. Man muss aber dann natürlich in der methodischen Planung immer wieder mit berücksichtigen, dass es dann halt auch wichtig ist, eben eine gewisse Atmosphäre zu schaffen in Verbindung mit Lockerheit und Spaß. Es kommt immer ganz drauf an. Es liegt immer ein bisschen an den Tagen an sich. Man hat so eine ganz normale 7-Tage-Woche und Rhythmus. Hat man jetzt natürlich nur 2 Tage bis zum Spiel oder 3 Tage, ist das schon entscheidend. Aber meistens ist es dann halt schon so, dass man die Mannschaft ein bisschen teilt. Also die wenig gespielt haben, haben ein bisschen Spielersatztraining, sodass sie einfach die Belastung innehaben, in dem athletischen Teil, aber auch gleichzeitig im Schwerpunktteil, an dem wir arbeiten. Und die Gruppe, die viel gespielt hat, die hochbelastend ist, hat dann halt logischerweise in dem Fall regenerativ arbeitet. Das kann von Fahrradfahren, Ergometer bis zum Auslaufen, aber auch mit nur ganz leichten Ballformen alles beinhalten. Aber da steht natürlich in erster Linie die Regeneration auf dem Programm bzw. im Zentrum, weil wir natürlich dann auch klar zum nächsten Tag bzw. zum Spieltag immer aus dem Vollen schöpfen wollen. Wenn man natürlich 3 Spiele in einer Woche hat, ist schon klar, dass man zum letzten Spiel nicht an die komplette Substanz kommt. Da muss man dann halt schauen, dass man das Höchstmögliche erreicht, was den Energiebedarf anbetrifft. Und da muss man dann halt auch nicht nur vom Trainingsinhalt her ein bisschen Rücksicht nehmen, sondern dann sind vor allem auch die Spieler wieder gefragt in ihre Individualität und in ihrem Professionellsein, weil Ernährung, Schlaf dann halt ein Hauptthema mit ist.